Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2. Yay! Oh no, oh no, oh no. Kann man sich auch irgendwie los? Wir haben heute übrigens Donnerstag, den 26. glaube ich. 26. müsste. Glaube ich sein. Ach, scheiße, Mann. So, ich hoffe mal, dass ich das hier irgendwie vernünftig hinkriege, nicht so wie in der letzten auf. Wie war das nochmal mit in mich rein teleportieren? Zieh dich. Du sollst links von mir bitte erscheinen. Und da kommt die Game Over Musik wieder. Natürlich! Oh. Also das mit dem Timing hierbei ist echt schwierig irgendwie. Natürlich zu hoch. Nein, die war doch, da war doch. Das war gut. Also dreimal, schätze ich mal, müssen wir ihmchen fangen. Bitte links. Warum hat er den jetzt gerade nicht getroffen? Oh, ich habe nur noch einen. Ach komm, ich versuche mich mal gerade zu heilen. Ach da. Achso, und wir haben jetzt gerade 9:30. Ach, 9:30 schon. Finde ich nicht gut. Ich will noch nicht 9:30 haben. Yes, Nummer 2. So, und was passiert jetzt? Das war ja immer, dass sich dann irgendwas geändert hat. Also er hat irgendwas anders gemacht. Ja, der hat doch nicht mehr sein Stäbchen. Okay, der hat jetzt gerülpst, aber ich weiß nicht, was es ihm bringt. Ja! Was immer so ein kleines Päuschen bringt, ne?
Jetzt müsste der Donglingwald. Glaube ich. Wie kommen wir da hin? Egal. Geisterskostüme halten. Du hast es geschafft, Tommy. Wenn du dieses Kostüm trägst, kannst du selbst etwas Schweinemagie anwenden. Zieh das Kostüm im Gegenständemenü an. Drücke nach unten und Kreis. Dann kannst du zaubern. Verwende sie aber mit Bedacht. Die Magie lässt mit jeder Anwendung gegen deine Feinde etwas nach. Und was ist das hier? Das böses Geisterschweinkostüm. Verflucht. Ach, verflucht ist den Gegner? Oder was? Was da wohl passiert? Ja, der Donglingwald wird wieder vernünftig. Ich habe mir mal gerade hier mein Papierzeug geholt von Kombi. Oh, Moment. Ah, ich dachte schon. Ich dachte, wir kommen jetzt irgendwie, dass wir da rausfliegen und dass wir noch irgendwo hinsteuern müssen, aber okay. Das Geisterschwein haben wir dann erledigt. So. Dann haben wir jetzt noch das Feuerschwein und das Eisschwein. Wasserpflanzen haben wir auch. Aber wir können jetzt zum Turm der Weisheit. Verzieh dich. Achso, mit diesen, was wir hier, wir haben ja die bessere Waffe bekommen, dann sind die Gegner anscheinend nach einem Schlag direkt instant tot. Gut, dann reisen wir in den Donglingwald. Und zwar Miet. Wir haben nur eine Glocke von denen bekommen. Ja, nee. Da. Ah. Achso, was ich noch sagen wollte, genau. Ich hoffe mal nicht, dass ich gleich hier in der Aufnahme unterbrochen werde. Denn, Dennis Mutter wollte noch irgendwas vorbeibringen. So. Und das müsste eigentlich... Achso, ja. Da war ja was. Entschuldigung. Wir müssen ja unseren tollen... Da. Schwimmanzug anziehen. Warum läuft jetzt bitte meine Nase? Da bin ich nicht okay. Ich hoffe mal, dass ich es rausschneiden werde. Ich krieg morgen übrigens meine zweite Spritze zur Hyposensibilisierung. Ich habe da letztens das Wort nicht ausgesprochen bekommen. Nee, das ist das Schweinetor. Da will ich noch nicht hin. Oder? Ach komm, wenn wir gerade hier sind. Vogel. Nein. Eichhörnchen. Also das ist dann einfach nur so ein Durchgang. Das müsste jetzt, glaube ich, das Feuerschwein sein. Und ich habe meine... Genau, ich habe gestern das Wort nicht ausgesprochen bekommen, als ich die erste Spritze zur Hyposensibilisierung bekommen habe. Und da hat die Frau einfach gesagt, oh, nenn sie einfach Hypo, dann wissen wir, was gemeint ist. Es hat einen brenzligen Po.
einersetzen? Ja. Wähle! Was? Tot, tot, tot oder was? Wo? Medium oder durch? Dann lieber durch. Medium bin ich nicht so der Freund von. Oder so kurz vor durch. Das ist also mehr als Medium, aber weniger als durch. Das ist okay, aber nicht richtig Medium. Sei bereit. Feuer. Frei. Okay, ich denke mal, ich werde das hier so machen. Oh. Ah, knapp. Ich weiß auch nicht, ob man das lernen kann. Oh, das war sowas von klar. Also ich denke, ich werde das hier wie bei dem Wasserschwein machen, weil das halt so eine ähnlich aufgebaute Map ist. Wobei ich mich vielleicht doch besser da hinten auf das hohe Ding stellen sollte. Oh. Nicht, dass da hier das gleiche passiert. Wie bei dem anderen Schwein, weil da ist der Boden ja auch weggegangen. Möp, möp. Ah, okay. Da können wir nicht durchschmeißen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Oh no. Oh, das war so ein guter Schuss. Oder Schmiss. Oder... wie man es auch immer nennen möchte. Ach komm. Hä? Moment. Jetzt muss ich mich erstmal heilen, weil wir müssen ihn nur noch einmal treffen. Und ich darf auch nur noch einmal getroffen werden. Und das finde ich nicht so gut. Ja! Oh, das läuft ja heute super. So, dann haben wir das Feuerschwein auch tot. Flammenskostüme halten. Geschafft, Tombi. Wenn du dieses Kostüm trägst, kannst du selbst etwas Schweinemagie anwenden. Zieh das Kostüm im Gegenstandswille, drücke unten Kreis, dann kannst du zaubern. Verwende sie aber mit Bedacht, bla bla bla, feindet etwas nach. Und was ist das hier? Das böses Flammenschweinkostüm, damit kannst du Flammenzauber anwenden. Es sieht auch ziemlich warm aus. Wie sieht das jetzt da aus? Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... Mhm. Also kein Flammenzeug mehr. Okay. Aber es hat irgendwie so dazugehört. Das war jetzt nicht so, dass das böse war in dem Moment. Ich finde, das hat da einfach sehr gut reingepasst in das... Szenario. Gut, dann gehen wir mal. Obwohl, ist hier vielleicht noch irgendwas?